Ja, Herr Professor. Selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Herr Professor, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung in der Kinderuni. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat er denn da mitgebracht? Ist das ein Kanarienvogel, der da seinen Mittagsschlaf hält? Nein, das ist unser heutiges Thema. Ich bin Michael Butter, ich bin Professor hier in Tübingen für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte. Das heißt, ich beschäftige mich mit allem, was mit den USA zu tun hat. Amerikanische Filme fand ich schon als Kind immer total faszinierend. Und da habe ich übrigens so ausgesehen. Bevor wir jetzt aber zu meinem Vortrag kommen, möchte ich euch zeigen, wie und wo ich arbeite. Also kommt mal mit. Michael Butter wollte eigentlich Lehrer werden. Er studierte die Fächer, in denen er schon in der Schule gut war. Englisch und Deutsch. Aber dann gefiel es ihm an der Universität so gut, dass er noch ein bisschen länger blieb und eine Doktorarbeit schrieb. In der Arbeit ging es darum, wie Adolf Hitler in amerikanischen Büchern oder Filmen vorkommt. Butter stellte fest, dass es vor allem in der Politik ganz nützlich ist, wenn man einen Superschurken wie Hitler vorführen kann. Man selbst sieht dann nämlich aus wie ein Superheld. Als er das erforschte, stieß Butter immer wieder auf komische Geschichten, in denen es um Verschwörungen geht. Also darum, dass Leute sich verabreden, um heimlich fiese Dinge zu tun. So entschloss er sich, aus dem Thema Verschwörungen sein zweites großes Buch zu machen. Das Buch, das man in Deutschland braucht, um Professor zu werden. In dem Buch beschäftigte sich Butter nicht mit echten, sondern vor allem mit eingebildeten Verschwörungen, mit Verschwörungstheorien. Glauben eigentlich auch Kinder an Verschwörungen? Das weiß man nicht so genau, weil es dazu eigentlich keinerlei Forschung gibt bisher. Aber man kann vermutlich davon ausgehen, dass das so im Alter von 10, 11, 12 Jahren anfängt, dass man sich das vorstellen kann, dass sich da Leute miteinander verschworen haben. Wobei dann auch nicht ganz sicher ist, ob Kinder da selbst drauf kommen, vermutlich eher nicht. Sondern dann wird dann vielleicht oft einfach was aufgenommen, was man bei den Eltern gehört hat oder, wenn es ganz schlimm läuft, bei den Lehrerinnen und Lehrern. Um an Verschwörungstheorien zu glauben, muss man erst mal wissen, was überhaupt Zeit ist. Also, dass Leute in der Gegenwart finstere Dinge planen, die dann in der Zukunft eintreten. Man muss auch ein Verständnis dafür haben, dass diese Leute auf ziemlich komplizierte Weise zusammenarbeiten. Und man sollte wissen, was politische Handlungen bedeuten. Dass also, wenn eine Regierung ein Gesetz beschließt, dies vielleicht von Leuten gesteuert wird, die man nicht sieht und von denen man nichts weiß. Sind Verschwörer immer böse?
Naja, irgendwo ist es ja auch eine Verschwörung, wenn sich die Eltern und die Großeltern zusammentun und den Kindern vorspielen, gleich kommt der Weihnachtsmann vorbei. Dabei ist das eigentlich nur der Nachbar oder der Opa. Das wäre eine Verschwörung, die keine bösen Ziele hat. Aber da reden wir normalerweise nicht von Verschwörung, wir nennen das anders. Sondern wir benutzen den Begriff Verschwörung nur, wenn es wirklich um böse Ziele geht, die verfolgt werden. So dauerte es lange, bis Butter seiner ersten Verschwörungstheorie begegnete. Das war im Studium in England am 30. Jahrestag der Mondlandung. Da las er in einem Unimagazin einen Artikel über die Mondlandung, wo sehr überzeugend gezeigt wurde, dass diese in Wahrheit in einem Fernsehstudio stattgefunden habe. Naja, ich habe das gelesen und war absolut hin und weg. Und dann habe ich umgeblättert und auf der nächsten Seite kamen all die Gegenbeweise, warum das nicht stimmt. Das hat mich überzeugt. Aber 2 Minuten habe ich mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt. Was macht ein Verschwörungstheorieforscher? Ist er die ganze Zeit im Internet unterwegs, um nach den neuesten Verschwörungstheorien zu suchen? Nein, die meiste Zeit ist Michael Butter ein ganz normaler Professor für Amerikanistik. Er unterrichtet, hält Vorlesungen über amerikanische Literatur und korrigiert die Arbeit von Studenten. Außerdem hat er ein Dutzend Doktorandinnen und Doktoranden, die für ihre Doktorarbeit forschen und ab und zu seinen Rat brauchen. Butter gefällt das Leben an der Uni. Ich werde ja dafür bezahlt, dass ich Dinge mache, die mir ganz viel Spaß machen. Bücher lesen, Filme schauen und dann darüber sprechen. Was ihm auch Spaß macht, in Schulen oder andere Einrichtungen zu gehen und über Verschwörungstheorien zu informieren. Ich habe selbst 2 Kinder und gerade deshalb finde ich es sehr wichtig, dass Menschen erkennen, was Verschwörungstheorien sind, wie man sie erkennt und wie man eben nicht auf sie hereinfällt. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, woran ich arbeite. Und das betrifft ganz stark die Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir aber erstmal klären, was eine Verschwörung überhaupt ist. Eine Verschwörung ist, wenn Menschen die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam was aushecken. Und sowas auszuhecken macht natürlich nur Sinn, wenn man das im Geheimen macht. Das heißt, man möchte dabei nicht beobachtet werden und man flüstert vielleicht zum Beispiel, damit niemand anders mitkriegt, was man sich da gerade überlegt. Man schmiedet einen Plan und danach will man diesen Plan dann in die Tat umsetzen. Bei mir zu Hause kommt es manchmal vor, dass meine beiden Söhne die Köpfe zusammenstecken und dann flüstern sie. Manchmal kriege ich das mit und dann weiß ich schon, was kommt, aber entkommen kann ich trotzdem nicht. Manchmal kriege ich es nicht mit und dann springen die auf mich drauf. Und dann bin ich das Opfer einer Verschwörung geworden. Es gibt ja auch Verschwörungen an der Schule. Ja, natürlich gibt es Verschwörungen auch an der Schule. Zum Beispiel, als ich auf dem Gymnasium war, da haben wir manchmal in der Pause die Köpfe zusammengesteckt, manchmal sogar im Unterricht Zettel zirkulieren lassen und haben uns verabredet, um jemand anderen in der Pause in den Schrank zu sperren oder in den Mülleimer zu werfen. Das war natürlich nicht sehr nett. Das ist eine Verschwörung. Das kommt auch in der Schule immer wieder vor. Wenn jetzt allerdings diese Frage im Raum steht, warum glauben Menschen an Verschwörungen, dann denkt man eigentlich im Normalfall nicht so sehr daran, was passiert zu Hause, was passiert in der Schule, sondern geht es eher darum, was hacken denn Erwachsene aus? Da geht es dann darum, ist da vielleicht jemand ermordet worden und Opfer einer Verschwörung geworden? Ist da vielleicht eine Regierung gestürzt worden durch eine Verschwörung? Na, es gab ja auch schon genügend echte Verschwörungen. Mondlandung. Ja. Es gab echte Verschwörungen, im Grunde schon immer, und es wird sie garantiert auch immer geben. Und das ist auch ein Grund, weshalb Menschen an Verschwörungen glauben, weil es richtig ist, weil es Verschwörungen gibt. Ein ganz prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ermordung von Julius Caesar. Julius Caesar war ein römischer Politiker, der Führer des römischen Staates zu dieser Zeit, und der ist vor etwas mehr als 2000 Jahren ermordet worden. Er wurde das Opfer einer Verschwörung von römischen Senatoren. Senatoren, das waren so die gewählten Politiker da im alten Rom. Und die haben eines Tages die Köpfe zusammengesteckt, ganz viele von denen, weil Caesar ihnen zu mächtig wurde. Sie hatten Angst, dass er zum Diktator wird und haben beschlossen, den müssen wir loswerden. Und dann haben sie sich verabredet im Geheimen, um ihn an einem bestimmten Tag umzubringen. Das haben sie geschafft. Das war also eine erfolgreiche Verschwörung und halt auch eine Verschwörung, die es wirklich gegeben hat. Also, die erste Antwort auf unsere Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungen, lautet, weil es immer wieder Verschwörungen gibt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die glauben an Verschwörungen, die es gar nicht gibt. Das sind sogenannte Verschwörungstheoretiker und die verbreiten sogenannte Verschwörungstheorien.
Theorie. Was ist denn eine Theorie? Theorien sind im Grunde Ideen, Überzeugungen, Vorstellungen, die man von etwas hat. Erklärungen davon, wie die Welt funktioniert. Wissenschaftler wie ich formulieren auch Theorien, nur das ist was anderes als Verschwörungstheorien. Wenn wir von Verschwörungstheorien sprechen, dann sagen wir, das sind Überzeugungen, die stimmen so nicht. Da sieht jemand Verschwörungen, wo es gar keine gibt. Und das gibt's schon ganz lange. Ich habe aber ein paar Beispiele mitgebracht, die sind aus den letzten Jahrzehnten. Das sind ganz bekannte Verschwörungstheorien. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, die Mondlandung hat nie stattgefunden. Das wisst ihr vielleicht. Vor vielen, vielen Jahrzehnten, 1969, sind die Amerikaner zum ersten Mal auf dem Mond gelandet. Ein Astronaut namens Neil Armstrong war der erste Mensch, der den Mond betreten hat. Und von dem Moment an im Grunde bis heute gibt es Menschen, Verschwörungstheoretiker, die sagen, nee, das stimmt so nicht. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Das ist im Fernsehstudio gefilmt worden. Im Grunde wie bei einem Science-Fiction-Film. Da wird so getan, als wären die auf dem Mond, die waren aber gar nicht auf dem Mond. Und dann versuchen die Beweise dafür zu finden. Das ist eine bekannte Verschwörungstheorie. Eine andere bekannte Verschwörungstheorie sagt, dass der amerikanische Präsident John F. Kennedy 1963 nicht von einem Einzeltäter erschossen wurde in Dallas, im Bundesstaat Texas in den USA, sondern Opfer einer Verschwörung wurde, dass da viele mächtige Menschen zusammengearbeitet haben, um Kennedy zu ermorden. Das glauben aber ziemlich viele Menschen. Nur die meisten. Ja, das glauben relativ viele Leute. Nicht die Mehrheit der Amerikaner, aber je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut. Also bei Umfragen werden Leute angerufen zu Hause und befragt, glauben Sie, Kennedy wurde von einer Person ermordet oder Opfer einer Verschwörung? Dann ist es doch so, dass so, je nachdem, wann man sie fragt und welche Leute man da gerade erwischt, so 3 bis 4 von 10 Amerikanern, also 30 bis 40%, glauben, dass Kennedy Opfer einer Verschwörung wurde. Etwas weniger Menschen glauben daran, dass am 11. September 2001 die Anschläge von Terroristen in den USA gar nicht von diesen Terroristen begangen wurden, sondern von jemand anderem. Ja, und was glauben die denn, wer dahinter steckt? Die glauben, dass die amerikanische Regierung selbst dahinter steckt, dass der damalige Präsident Bush und dessen Verteidigungsminister Rumsfeld und dessen Vizepräsident Cheney diejenigen sind, die für diese Anschläge verantwortlich sind, weil die damit dann bestimmte politische Ziele durchsetzen wollten. Und das glauben so 2 bis 3 von 10 Amerikanern. Ist in Deutschland übrigens ganz ähnlich. Da ist es so 1 bis 2 Deutsche glauben, dass die Anschläge des 11. September 2001 von der amerikanischen Regierung selbst begangen wurden. Jetzt ist es so, dass Verschwörungstheoretiker ein Problem haben. Die müssen beweisen oder wollen beweisen, dass das, was sie da behaupten, stimmt. Die werden ja wohl nicht einfach irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Die werden schon Beweise haben. Die meinen, dass sie es beweisen können. Also die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, denken, sie haben ganz tolle Beweise gefunden. Aber jetzt haben sie natürlich das Problem, eine Verschwörung ist was Geheimes. Die Leute stecken ja nicht offen die Köpfe zusammen, sondern die machen das im Verborgenen und dann flüstern die vielleicht auch noch miteinander. Also wie kann man dann nachweisen, dass es diese Verschwörung wirklich gibt? Manchmal meinen Verschwörungstheoretiker, dass sie Zeuge werden konnten, wie so eine Verschwörung geplant wurde. Dass es zum Beispiel eine Videoaufnahme davon gibt, wie die Verschwörer die Köpfe zusammenstecken. Oder dass da ein Protokoll geschrieben wurde, was man beschlossen hat. Und dass diese Aufschrieb dann in die Öffentlichkeit gelangt ist. In anderen Fällen aber, da geht es darum, dass die einfach irgendwo nach Belegen dafür suchen. Und manchmal schauen die dann einfach fern und denken, ha, da habe ich doch was gefunden. Zum Beispiel, wenn Sie unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fernsehen sehen. Denn Angela Merkel, die macht mit den Händen immer wieder so eine ganz seltsame Bewegung. Wenn die irgendwo steht, mit irgendwem spricht oder Musik zuhört, die da gespielt wird, wenn jemand anders eine Rede hält, dann steht Angela Merkel oft minutenlang da und formt so eine Raute mit den Händen, die sogenannte Merkel-Raute. Das ist ja auch ein Zeichen der Illuminaten.
Ha, das ist genau das, was die Verschwörungstheoretiker sagen. Die sagen, das ist nicht einfach nur eine Marotte, so eine Angewohnheit, so wie ich mich in den Kopf kratze vielleicht, wenn ich nachdenke, sondern Angela Merkel ist ein Mitglied des Illuminatenordens und sendet anderen Illuminaten dadurch geheime Signale aus. Wer sind denn die Illuminaten? Außer Angela Merkel. Die Illuminaten? Das war eine Geheimgesellschaft, die gegründet wurde in Deutschland, in Ingolstadt in Bayern, im 18. Jahrhundert. Und um die sich bis heute ganz viele Verschwörungstheorien ranken. Die waren völlig harmlos, die Illuminaten. Denen ging es einfach darum, dass da Menschen zusammenkommen können, aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft und miteinander sprechen und sich austauschen können, ihre Ideen miteinander teilen. Das war nämlich damals noch gar nicht so möglich. Da konnte jemand, der adlig ist, nicht einfach mit jemandem, der nicht adlig ist, sprechen. Und die Illuminaten wollten ein Ort dafür sein, wo das möglich ist. Da das aber dann im Geheimen passierte, haben sich ganz viele Verschwörungstheorien um die Illuminaten herausgebildet. Obwohl die Illuminaten nur ein paar Jahre existierten, gibt es diese Theorien bis heute. Und das Symbol der Illuminaten, das ist eine Pyramide mit einem Auge drauf. Und Verschwörungstheoretiker schauen sich jetzt Angela Merkel an und sagen, diese Raute da, das ist doch eigentlich die Pyramide der Illuminaten. Aha, Angela Merkel ist eine Illuminatin und die sendet jetzt gerade ihren Mitilluminaten, die da vorm Fernseher sitzen, irgendwelche Signale aus. So argumentieren Verschwörungstheoretiker. Jetzt haben wir aber immer noch nicht die entscheidende Frage beantwortet. Warum glauben Menschen jetzt eigentlich an solche Verschwörungstheorien? An Verschwörungen, die es gar nicht gibt. Das liegt daran, weil diese Menschen die Welt erklären wollen. Die wollen verstehen, was vor sich geht. Und die können sich nicht vorstellen, dass Dinge zum Beispiel einfach so passieren, durch Zufall. Die denken immer, dass jemand dahinter stecken muss, dass irgendjemand das geplant hat. Und wenn sie dann eine Verschwörungstheorie erfinden können, dann meinen sie, verstanden zu haben, wer dahinter steckt. Dann geht denen sozusagen ein Licht auf und sie sagen, ha! Klasse, ich hab's gecheckt. Das ist aber nicht der einzige Grund. Menschen glauben auch an Verschwörungstheorien, weil ihnen das erlaubt, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen und zu sagen, hey, ihr seid daran schuld. Das ist dann so eine klassische Sündenbock-Sache. Man findet jemanden, den man für etwas verantwortlich machen kann, der überhaupt nicht dafür verantwortlich ist. Und das ist total praktisch. Und ich glaube, das machen wir alle manchmal. Dass wir die Verantwortung abwälzen. Denn wenn jemand anders daran schuld ist, dann können wir ja nicht selbst daran schuld sein. Dann müssen wir uns nicht fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich mich irgendwie anders benehmen sollen? Nein. Wenn der dahinter steckt oder so eine Gruppe von Menschen, dann sind die für alles verantwortlich. Dann hat man da selbst überhaupt keine Schuld. Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Und das ist, dass sie dadurch sich selbst sagen können, hey, ich bin klüger als andere. Denn Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, die meinen ja, was verstanden zu haben, was alle anderen nicht verstehen. Und wir haben ja vorhin über die Zahlen gesprochen. Es sind so vielleicht 3 bis 4 von 10 Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Das heißt nicht die Mehrheit, sondern eine Minderheit. In Deutschland sind sogar noch weniger als 3 bis 4 von 10 Menschen. Da sind es dann eher so 1 bis 2 von 10 Menschen. Und diese Minderheit, die kann dann sagen, hä, ich habe verstanden, was passiert. Ich weiß, dass da eine große Verschwörung dahinter steckt. Und die anderen, die das nicht sehen, die sind total doof. Die nehmen deshalb für sich in Anspruch, ich bin aufgewacht, ich habe meine Augen geöffnet, ich sehe, was wirklich passiert. Die anderen, das sind Schlafschafe. Was soll das denn heißen, Schlafschafe? Schlafschafe, das ist eine Übersetzung von einem englischen Wort, Sheeple. Und das ist in sich eine Zusammensetzung aus Sheep für Schaf und People für Menschen. Schlafschafe sind Menschen, die keinen Schimmer haben, was da passiert. Die quasi die Augen zu haben, die schlafend durchs Leben laufen, deshalb nicht sehen, dass überall diese Beweise sind für die große Verschwörung. Wie zum Beispiel diese Illuminatenpyramide, die Angela Merkel da angeblich formt. Das heißt, ein weiterer Grund, weshalb Menschen an Verschwörungstheorien glauben, ist, dass sie sich dadurch sagen können, hey, wir sind klüger als die anderen. Und Verschwörungstheoretiker behaupten halt jetzt von sich, dass sie gerade keine Schlafschafe sind. Dass sie die Augen geöffnet haben, dass sie verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert, dass sie deshalb klüger sind als die, die mit geschlossenen Augen durchs Leben laufen. Und das
führt natürlich dazu, dass die denken, ha, wir sind schon richtig cool. Wir wissen, was da wirklich passiert. Die anderen, die sind doof. Aber es glauben doch immer mehr Menschen an diese Verschwörungstheorien. Das ist so ein bisschen unser Eindruck, oder? Dass der Glaube an Verschwörungstheorien immer weiter zunimmt. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, weshalb man mich gebeten hat, dass ich heute hier zu euch spreche. Und ihr habt bestimmt den Begriff Verschwörungstheorie auch schon mal gehört in den letzten Jahren, wenn ihr mit euren Eltern Nachrichten geschaut habt, die Tagesschau oder die Heute-Sendung. Dann, da wird mittlerweile ganz viel von Verschwörungstheorien gesprochen. Und ich halte ganz viele Vorträge für Erwachsene. Und ganz oft wird mir da die Frage gestellt, warum glauben denn jetzt mehr Menschen an Verschwörungstheorien als früher? Und dann sage ich, Moment mal, stopp, das stimmt überhaupt nicht. Es ist nämlich so, es glauben heute weniger Menschen an Verschwörungstheorien als noch vor 100 oder 200 Jahren. Ich bin Experte für amerikanische Geschichte und amerikanische Literatur. Das heißt, ich beschäftige mich zum Beispiel mit der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika von der Gründung 1776 bis heute in die Gegenwart. Und ich kann sagen, in der amerikanischen Geschichte, und das gilt für Deutschland oder Frankreich oder England oder Belgien oder Schweden oder ganz viele andere europäische Länder genauso, waren Verschwörungstheorien früher noch viel, viel wichtiger. Hätte man damals solche Umfragen gehabt, wer an Verschwörungstheorien glaubt, hätte man nicht 3 oder 4 von 10 Menschen gehabt, die das tun, man hätte wahrscheinlich 8 oder 9 von 10 Menschen gehabt. Und die klügsten Menschen ihrer Zeit, Erfinder, Professoren, Priester, Pfarrer, alle anderen, alle möglichen Menschen, Geschäftsleute und auch Politiker. Fast jeder amerikanische Präsident hat früher an Verschwörungstheorien geglaubt. Zum Beispiel der erste amerikanische Präsident, George Washington. An was hat er denn geglaubt? George Washington glaubte, dass es eine große Verschwörung gäbe des englischen Königs und der Minister des englischen Königs gegen die amerikanischen Kolonien. Die USA waren damals noch kein unabhängiges Land, sondern die USA bestanden aus 13 Kolonien, die abhängig waren von England. Die waren Teil von England. Und in diesen Kolonien setzte sich dann die Überzeugung durch, bei Menschen wie George Washington, dass es eine große Verschwörung gegen sie gäbe, aus London, aus der Hauptstadt von England gesteuert. Und das wissen wir von Historikern, also von Menschen, die die Geschichte studieren, war ein ganz wichtiger Grund dafür, dass sich diese Kolonien dann unabhängig erklärt haben und aus diesen Kolonien die Vereinigten Staaten von Amerika wurden. Das war damals noch ein ganz, ganz kleines Land. Das war nämlich nur an der Ostküste so ein ganz schmaler Streifen. Und dann wurde das Land immer größer im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts bis rüber zur Pazifikküste. Aber was sich nicht geändert hat, war die Rolle von Verschwörungstheorien. Die blieben wichtig und auch spätere amerikanische Präsidenten haben ganz stark an Verschwörungstheorien geglaubt. Das war also damals noch viel normaler als heute. Ein Grund, weshalb wir heute so viel darüber reden, ist aber, dass wir mittlerweile wissen, dass Verschwörungstheorien gefährlich sein können. Das sind nicht alle Verschwörungstheorien und nicht alle Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind automatisch gefährlich. Aber Verschwörungstheorien können schon gefährlich werden. Und das haben wir alle gesehen in den letzten Jahren, wenn es um den Mann ging, der Präsident war, bis vor knapp einem Jahr in den USA, nämlich Donald Trump. Donald Trump ist 2016 in dieses Amt gewählt worden. Und Donald Trump hat schon vor der Wahl und dann auch nach der Wahl ständig Verschwörungstheorien verbreitet. Es ist nicht so ganz sicher, ob er die wirklich glaubt oder ob er die einfach nur benutzt hat, um damit andere Leute zu überzeugen. Aber er hat es ständig gemacht. Und das war wirklich nicht immer ungefährlich. Vor allem, als er dann im Herbst 2020 nicht wiedergewählt wurde. Da ist er wieder angetreten zur Wiederwahl, aber gewonnen hat der Gegenkandidat, Joe Biden, der jetzt amerikanischer Präsident ist. Und daraufhin begann Donald Trump zu behaupten, dass die Wahl gefälscht worden wäre. Dass er der eigentliche Gewinner sei und dass man deshalb aktiv werden müsste, um ihm ins Amt zu helfen, weil er ja Präsident sein müsste. Und Anfang 2021, am 6. Januar 2021, hat Trump seine Anhänger aus den ganzen USA eingeladen, nach Washington zu kommen und hat dort eine große Kundgebung veranstaltet. Da hält er eine Rede, wo er diese Verschwörungstheorie, dass es Wahlbetrug gab, wiederholt und dann sagt, und ihr müsst jetzt losziehen und müsst zum Kapitol gehen.
Das Kapitol ist der Sitz des amerikanischen Parlamentes. Da sitzen die Politikerinnen und Politiker, die vom amerikanischen Volk gewählt worden sind, um für dieses Volk Entscheidungen zu treffen. Und an dem Tag war das Parlament damit beschäftigt, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu bestätigen. Und Trump wollte das verhindern. Und deshalb schickt er seine Leute dahin und sagt, da müsst ihr hingehen und müsst den Politikerinnen und Politikern sagen, so nicht. Und daraufhin haben seine Anhänger das Kapitol gestürmt. Das war ganz schrecklich. Menschen gestorben, weil die auch bewaffnet waren. Andere Menschen haben sich mit Corona infiziert, weil die Anhänger von Trump keine Masken getragen haben und keinen Abstand eingehalten haben. Und das war ein ganz, ganz schlimmer Tag in der Geschichte der USA. Und da sieht man, dass Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sein können. Und was wollen Sie jetzt gegen Verschwörungstheorien tun? Das ist eine gute Frage, was man gegen Verschwörungstheorien tun kann. Das Allerwichtigste ist Aufklären. Und deshalb bin ich auch heute hier, um mit euch darüber zu sprechen. Denn wir wissen aus ganz, ganz vielen Studien, wenn man Menschen aufklärt darüber, wie Verschwörungstheorien funktionieren, wie die argumentieren, wie die Beweise finden und warum Menschen daran glauben, dann, wenn man das mal gehört hat, glaubt man viel weniger an Verschwörungstheorien, als wenn man das nie gehört hat. Wenn ihr jetzt meinen Vortrag hier gehört habt, dann seid ihr sozusagen so ein bisschen geimpft schon. Das ist auch ein Ausdruck, den Forscher verwenden für sowas. Und es ist viel weniger wahrscheinlich, dass ihr später mal an Verschwörungstheorien glaubt. Aufklären ist wichtig und das ist das, was wir hier heute gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, bei allem, was ich jetzt erzählt habe, habt ihr noch ganz viele Fragen. Und da freue ich mich drauf. Also, schießt los. Später, später, später. Meine Theorie ist, er meint erstmal die Kinder. So, hallo und herzlich willkommen zur Live-Fragerunde. Jetzt haben wir ganz viel gehört über Verschwörungen und Verschwörungstheorien vom Professor Butter. Aber jetzt sind erstmal die Kinder dran. Ich würde euch bitten, einfach über die Handhebefunktion eure Frage zu stellen. Und ich glaube, Charlotte war die Erste. Gibt es einen Trick herauszufinden, ob die Verschwörungstheorie echt ist oder nur ausgedacht? Das ist nicht immer so ganz leicht rauszufinden, ob das echt ist oder ausgedacht. Aber so als Daumenregel könnte man sagen, je größer die Verschwörung angeblich ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie wahr ist. Also wenn es nur darum geht, in Anführungszeichen nur jemanden zu ermorden oder eine Regierung zu stürzen, so ein einzelnes Ereignis, dann kann da durchaus was dran sein. Dann muss man da genau hinschauen. Wenn aber jemand sagt, die Illuminaten oder sonst irgendjemand, die regieren im Geheimen seit Hunderten von Jahren die Welt, dann ist das sehr unwahrscheinlich. Oder wenn jemand sagt, die Mondlandung wurde im Fernsehstudio inszeniert, dann kann das eigentlich nicht stimmen, weil da hätten viele, viele tausend Menschen dran beteiligt sein müssen. Und je mehr Menschen an etwas beteiligt sind, desto eher quatscht einer darüber und dann hätte man es ja schon längst rausgefunden und desto eher geht auch irgendwas schief. Das heißt, desto kleiner das ist, was behauptet wird, desto wahrscheinlicher könnte es wahr sein und dann muss man wirklich genauer hinschauen. Super, vielen Dank Charlotte für die Frage und an Sie Professor Butter für die Antwort. Jetzt darf Jasmin die Frage stellen. Also meine Frage wäre, warum macht man Verschwörungstheorien? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Also es gibt die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, die glauben, dass das wirklich die Wahrheit ist. Die denken, sie haben was verstanden, was wir anderen alle nicht sehen und die helfen uns jetzt, die Welt zu verstehen. Es gibt aber auch Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, weil sie damit Geld machen wollen. Die verkaufen dann anderen die Theorien oder vielleicht die Mittel, mit denen man die Verschwörung abwehren kann und besiegen kann. Und es gibt immer wieder auch Politiker, die Verschwörungstheorien einfach benutzen, um irgendwas, was sie machen wollen, zu rechtfertigen, um Unterstützung dafür zu bekommen. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Verschwörungstheorien machen, erfinden. Aber ganz wichtig, in den allermeisten Fällen glauben die wirklich, dass das die Wahrheit ist. Das ist eine Erklärung für die Welt, für sie. Und die wollen, dass andere Menschen diese Erklärung auch glauben. Vielen Dank. Jetzt hat die Luise noch ihre Hand gehoben und darf eine Frage stellen. Gibt es einen Menschen, der an keine Verschwörung glaubt?
Das ist knifflig. Das kann ich, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist so, wir müssen uns klar machen, wir alle können vielleicht an Verschwörungstheorien glauben. Niemand von uns ist so ganz sicher, dass wir nicht auf Verschwörungstheorien reinfallen. Es gibt natürlich Menschen, die so ganz extrem sind, die glauben wirklich an praktisch alle Verschwörungstheorien. Mondlandung, 11. September, Corona und so weiter. Und dann gibt es andere, die glauben vielleicht an viel, viel weniger Verschwörungstheorien. Aber auch da ist es vorstellbar, dass die auch mal auf eine Verschwörungstheorie reinfallen. Habt ihr vorhin in dem Film gesehen, ich habe auch mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt für 2 Minuten zur Mondlandung. Und ich glaube eigentlich alles, was mir erzählt wird über die FIFA, das ist die internationale Vereinigung, die die Fußballspiele organisiert. Und die sind so korrupt, also die sind so bestechlich, da laufen so viele Dinge schief, dass ich alles glaube, was mir irgendjemand erzählt. Also insofern, ich glaube auch an Verschwörungstheorien manchmal. Und bei den allermeisten Menschen ist das, glaube ich, ganz genauso. Dann darf die Manouk die nächste Frage stellen. Machen Verschwörungstheorien immer Angst? Ja, also ich glaube, Verschwörungstheorien machen immer irgendwo Angst. Weil natürlich die Menschen sich dann einbilden, dass da was ganz Schreckliches im Gange ist und dass es da so eine mächtige Gruppe gibt, die das aus dem Geheimen, aus dem Hintergrund kontrolliert. Gleichzeitig sind Verschwörungstheorien aber auch ein Mittel, um mit Angst umzugehen. Denn Verschwörungstheoretiker können sich dann ja zumindest sagen, ich habe verstanden, was da passiert. Es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe, keinen Schimmer habe, warum gewisse Dinge passieren. Ich habe jetzt verstanden, warum sie passieren, nämlich weil es eine Verschwörung gibt, weil die da im Hintergrund die Strippen ziehen. Und insofern machen Verschwörungstheorien Angst. Sie sind aber auch ein Mittel, dass Menschen lernen, mit ihrer Angst umzugehen und ihre Angst zu kontrollieren. Also machen Angst, aber sie helfen auch, mit Angst umzugehen. Super, vielen Dank, Professor Butter und Manouk. Jetzt habe ich den Julian, der noch eine Frage hat. Ich habe 2 Fragen. Ja, dann stell deine Fragen. Meine erste ist, wie kann ich denn merken, was das ist, Papa? Verschwörung, wie kann ich das denn merken? Ich glaube, wie man merkt, dass dann es eine Verschwörungstheorie ist, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deshalb gibt es ja Leute wie mich, die sich wirklich jeden Tag damit beschäftigen. Und auch ich muss manchmal ganz genau hinschauen, um rauszufinden, ob etwas, was jemand da sagt oder schreibt, jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Aber ein Zeichen dafür ist, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich sagen, es gibt keinen Zufall. Die Dinge sind immer geplant, immer kontrolliert, die passieren nicht einfach so. Das heißt, wenn du irgendwo einen Text liest, wo jemand sagt, das kann doch kein Zufall sein, das, dann können im Grunde schon die Alarmglocken schrillen bei dir im Kopf, weil dann ist die Chance relativ groß, dass du es da mit einer Verschwörungstheorie zu tun hast. Die 2. Frage? Also, wie kann das denn aufhalten? Wie wir die Verschwörungstheoretiker aufhalten können? Manchmal ist es, glaube ich, gar nicht nötig, die aufzuhalten, weil anders als man manchmal in der Zeitung liest, sind die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht gefährlich. Die glauben vielleicht was nicht stimmt, aber wir können ja nicht den Leuten verbieten, irgendeinen Unsinn zu glauben. In den Fällen, wo Verschwörungstheorien gefährlich sind, muss man dann genauer hinschauen. Und da ist wirklich das Allerwichtigste, dass man lernt, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Weil dann glaubt man zum einen selbst weniger an Verschwörungstheorien und zum anderen erkennt man, wenn andere an Verschwörungstheorien glauben. Dann kann man mit denen reden und kann sich besonders um die kümmern. Aber es gibt auch wirklich Fälle, wo Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, wirklich gefährlich werden und zu Waffen greifen. Und das ist dann ein Fall für die Polizei. Dann muss die aufhalten. Vielen Dank. Dann hätte ich noch 1-2 Fragen aus dem Chat, der parallel noch zur Vorlesung läuft. An welche Verschwörungstheorien glauben die Deutschen denn am meisten, Professor Butter? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass bei einer Umfrage, die es mal 2017 gab, die Top-Antwort war, dass Lady Diana, das war die Frau des englischen Kronprinzen Prinz Charles, bevor die sich getrennt haben, nicht einfach bei einem Unfall in Paris gestorben ist vor vielen Jahren, sondern vom englischen Geheimdienst ermordet wurde. Das war damals so, dass das, glaube ich, fast 3 von 10 Deutschen
für möglich hielten. Ich glaube, das ist die Verschwörungstheorie, die in Deutschland zumindest vor ein paar Jahren am weitesten verbreitet war und vermutlich sind das auch heute noch. Super, vielen Dank. Und dann, was kann man denn tun, wenn man eine Verschwörungstheorie sieht? War noch eine Frage. Ich glaube, vorsichtig sein, damit man nicht selbst drauf reinfällt. Und dann muss man sich überlegen, was ist denn jetzt gerade los und wo habe ich denn diese Verschwörungstheorie gesehen? Ist das jetzt jemand aus meiner Familie, der die verbreitet? Dann möchte ich vielleicht die Person davon überzeugen, dass das nicht stimmt. Das ist nicht immer ganz leicht. Es ist schwierig, mit Menschen zu reden, die an Verschwörungstheorien glauben. Oder ist das vielleicht jemand, den ich nur so entfernt kenne? Dann kann es auch manchmal ganz gut sein, man ignoriert das Thema einfach. Man redet einfach gar nicht drüber, sondern sagt, komm, lass uns über was anderes reden, lass uns irgendwie was anderes spielen. Und dann kann das einfach so stehen bleiben. Man muss sich nicht immer damit auseinandersetzen. Aber wenn es halt richtig stört, wenn es irgendwie der Bruder ist, der das glaubt, oder die Schwester oder vielleicht sogar die Eltern, dann geht das nicht. Und im schlimmsten Fall muss man dann schauen, dass man vielleicht dann mit anderen Erwachsenen spricht und sagt, kannst du mir irgendwie helfen, damit umzugehen? Gut, dann darf die Merle noch ihre Frage stellen. Die hat ihre Hand gehoben. Meine Frage ist, wieso gibt es Verschwörungen? Also Verschwörungen gibt es, weil es immer wieder Menschen gibt, die böse Dinge tun wollen. Und die können die nicht alleine tun. Und deshalb sprechen sie sich mit anderen ab im Geheimen, verschwören sich also mit anderen, um diese Ziele zu erreichen. Die Macht zu übernehmen vielleicht in einem Land oder irgendetwas so hinzudrehen, dass sie damit Geld machen können oder sonst was. Und Verschwörungstheorien gibt es, weil Menschen nach Erklärungen suchen für Dinge, die ihnen erstmal unerklärlich erscheinen. Und dann gibt es Menschen, die dann eben annehmen, da haben sich andere verschworen, obwohl das oft gar nicht der Fall ist. Also Verschwörungen gibt es, weil Leute bestimmte Ziele erreichen wollen. Verschwörungstheorien gibt es, weil Menschen verstehen wollen, warum bestimmte Dinge so geschehen sind, wie sie geschehen sind. Dann wäre der Adrian mit seiner Frage der Nächste. Warum gibt es gefährliche Verschwörungstheorien? Ja, ich glaube, manche Verschwörungstheorien können einfach ganz gefährliche Auswirkungen haben. Verschwörungstheorien können dazu führen, dass Menschen denken, wenn es da eine Verschwörung gibt, dann muss ich gegen diese Verschwörung kämpfen. Und dann greifen die zum Beispiel zur Waffe und begehen Anschläge. Das haben wir leider immer wieder erlebt in den letzten Jahren, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schlimm, weil dann können Menschen verletzt werden und dann sterben vielleicht sogar Menschen. Deshalb können Verschwörungstheorien gefährlich sein. Aber wie gesagt, es sind nicht alle Verschwörungstheorien gefährlich und vor allem sind nicht alle Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, gefährlich. Das wird manchmal in den Zeitungen und auch im Fernsehen anders gesagt. Das stimmt aber nicht nach allem, was ich über Verschwörungstheorien weiß. Sondern selbst wenn Menschen an seltsame Verschwörungstheorien glauben, sind die in den meisten Fällen ziemlich harmlos. Vielen Dank. Dann Mustafa, wärst du der Nächste mit deiner Frage. Kann man, guten Tag, Herr Professor. Hallo Mustafa. Können auch Verschwörungstheorien dazu führen, dass es Kämpfe gibt? Ja, das kann auch dazu führen, dass es Kämpfe gibt, wenn man an Verschwörungstheorien glaubt. Zum Beispiel haben wir ja gerade, das wisst ihr glaube ich alle, einen Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg hat auch mit Verschwörungstheorien zu tun, weil nämlich der russische Präsident Putin der Überzeugung ist, dass die Regierung in Kiew, die er stürzen will und gegen die er Krieg führt, kontrolliert wird von den USA aus dem Ausland. Und dass überhaupt diese Regierung nur an die Macht gekommen ist, weil es 2014 eine Revolution gab in der Ukraine, die gesteuert worden ist aus Amerika. Das heißt, Verschwörungstheorien können wirklich also auch ganz problematische Auswirkungen haben. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Vielen Dank für die super Frage, Mustafa, und die Beantwortung. Jetzt darf die liebe Laura ihre Frage stellen. Was passiert, wenn Verschwörungstheoretiker, die noch nicht wissen, dass das nicht stimmt, herausfinden, dass das nicht stimmt, was sie sagen? Im besten Fall
sagen sie dann, oh, ich habe mich geirrt, ich glaube jetzt nicht mehr an diese Verschwörungstheorie oder vielleicht gar nicht mehr an Verschwörungstheorien. Das Problem ist nur, das kommt ganz selten vor. Oft ist es so, dass wenn man mit Verschwörungstheoretikern spricht und denen ganz toll erklärt, warum das nicht stimmt, was sie glauben, dann hat das keinen Effekt auf die. Die glauben weiter an ihre Verschwörungstheorie, die glauben einem dann nicht, dass sie Unrecht haben, sondern manchmal glauben die dann noch mehr an ihre Verschwörungstheorien, weil das für deren Bild von sich selbst, wie die über sich selbst nachdenken, wie die sich selbst sehen, so wichtig ist, dass sie verstanden haben, dass es da so eine Verschwörung gibt. Und wenn man dann sagt, nee, es gibt diese Verschwörung gar nicht, dann gerät deren ganzes Bild von sich selbst ins Wanken. Und deshalb sagen die dann, nee, das stimmt alles gar nicht, was du mir erzählst. Ich glaube weiter, dass es da eine Verschwörung gab. Also deshalb ist es auch so schwierig, mit diesen Menschen dann zu reden. Aber im besten Fall verstehen sie irgendwann, dass sie sich geirrt haben. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch 3 Fragen mit in die Runde. Dann wäre die nächste die Luna. Ich wollte fragen, ob es nur Verschwörungstheorien im Bereich der Politik gibt. Also die meisten Verschwörungstheorien haben wirklich was mit Politik zu tun, weil es bei Verschwörungstheorien immer um Macht geht. Es geht immer darum, wer kontrolliert ein Land oder die Welt oder irgendein Ereignis. Und dann ist man natürlich ganz schnell im Bereich der Politik. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Verschwörungstheorien, die zum Beispiel mit Medizin zu tun haben. Also es gibt ja ganz viele Menschen in Deutschland, die glauben, dass das Coronavirus gar nicht existiert oder dass Coronavirus zumindest ganz harmlos ist und dass die Regierung und die Wissenschaft uns seit 2 Jahren angelogen haben, weil sie damit irgendwelche dunklen Ziele erreichen wollen. Und da könnte man dann sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, die natürlich einerseits im Bereich der Politik ist, aber andererseits ganz genauso auch im Bereich der Medizin ist. Das heißt, es gibt auch Verschwörungstheorien, die nicht nur mit Politik zu tun haben. Vielen Dank für die spannende Frage und die Beantwortung. Dann wäre jetzt die Maya die nächste. Wie kann man Verschwörungstheoretiker aufklären, wenn 2 Professoren andere Meinungen haben? Also Verschwörungstheoretiker aufzuklären ist echt schwierig. Das hatten wir ja gerade schon. Wenn man denen sagt, das stimmt nicht, dann machen die meistens so Visier runter und glauben einem kein Wort. Wenn man mit denen reden möchte und die vom Gegenteil überzeugen möchte, ist es meistens besser, dass man einfach Fragen stellt, dass man sagt, du, ich möchte verstehen, warum du das glaubst. Warum ist das für dich eine gute Quelle, die zeigt, dass es eine Verschwörung gibt? Warum ist das für dich ein Experte, also jemand, der weiß, wovon er spricht und der aber nicht? Und wenn man dann so mit denen spricht und im Gespräch bleibt, dann kann es passieren, dass die irgendwann anfangen, selbst zu zweifeln an ihren Verschwörungstheorien und deshalb irgendwann beginnen, weniger an diese Verschwörungstheorien zu glauben und vielleicht irgendwann gar nicht mehr daran glauben. Deshalb ist es besser, gar nicht so sehr mit dem Hammer da drauf zu hauen und zu sagen, du bist doch doof, du glaubst doch an Verschwörungstheorien. Es ist viel besser zu sagen, jetzt erklär mir doch mal, warum du das glaubst. Wie funktioniert das denn? Und dann hat man eine viel größere Chance, sie vom Gegenteil zu überzeugen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage und die darf heute die Janne stellen. Seit wie vielen Jahren gibt es schon Verschwörungstheorien? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich muss sagen, das wissen wir gar nicht so genau, weil gerade wenn es um die Vergangenheit geht, also von Zeit von ein paar hundert Jahren, da ist das noch gar nicht so gut erforscht. Wir wissen, dass es Verschwörungstheorien schon gab im antiken Rom und im antiken Griechenland, also vor 2000 Jahren und schon vor mehr als 2000 Jahren. Aber es ist nicht so, dass es seitdem immer Verschwörungstheorien gegeben hat. Wir wissen, dass es so seit ungefähr 500 Jahren oder 550 Jahren vielleicht, so seit der frühen Neuzeit nennt man diese Zeit, so um 1500, 1550, seitdem gibt es immer Verschwörungstheorien. Was wir aber zum Beispiel auch nicht wissen, ist, ob es Verschwörungstheorien auch außerhalb von Europa und Nordamerika schon gegeben hat zu dieser Zeit, zum Beispiel in China oder in Japan. Da ist einfach noch viel zu wenig dran gearbeitet worden. Und das ist was, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt in den nächsten Jahren machen müssen, damit wir herausfinden, wie ist das denn zum Beispiel in diesen anderen Ländern gewesen. Super, vielen Dank. Dann kommen wir zum Ende von der Vorlesung. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und die ganzen spannenden Fragen. Und Dank an Professor Butter für die Antworten. Ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Kinderuni-Vorlesung am 5. Mai zu begrüßen und hoffe, ihr hattet Spaß. Und was wäre die Kinderuni ohne das Merkgedicht von Helge Thun, das jetzt noch folgt?
Wenn Menschen was zusammen aushecken, die Köpfe still zusammenstecken, heimlich flüstern, Pläne schmieden, Zwietracht stiften anstatt Frieden, dann kann's sein, konnte ich hören, dass sie sich zu was verschwören. Zum Beispiel kam mir mal zu Ohren, dass Senatoren sich verschworen, um Julius Caesar mit einem solchen Messer zu erdolchen. Und weil es sowas wirklich gibt, sind auch Theorien beliebt, die völlig falsch sind. Ja, und die nennt man Verschwörungstheorie. Da kann man dann zum Beispiel lesen, wir wären nie auf dem Mond gewesen. Oder es gab mehrere Täter beim Mord an Kennedy. Und später hieß es über den 11. September, also den Anschlag aufs World Trade Center, das waren gar keine Islamisten, denn nur so ein paar Terroristen schaffen das alleine eh nie. Das waren Rumsfeld, Bush und Cheney. Ja, Verschwörungstheorien sind bequem, doch wer dran glaubt, hat ein Problem. Er muss den Quatsch ja auch beweisen. Viele in Verschwörungskreisen suchen da im Netz und im TV. Zum Beispiel glauben viele, Frau Merkel hätte mit den Fingern, also vorne an der Hand den Dingern, die Raute gemacht, um mal eben den Illuminaten Zeichen zu geben. Doch warum gibt es überhaupt irgendjemand, der das glaubt? Menschen wollen die Welt ergründen, wollen Sündenböcke finden, die schuld sind an Miseren, wollen denken, dass sie schlauer wären, dass nur sie den Durchblick hätten und die Schlafschaf-Marionetten nur nicht aufgewacht, wie sie sind. Doch es gibt Theorien, die finde ich ganz im Ernst und ehrlich nicht nur dumm, sondern gefährlich. Donald Trump zum Beispiel war so hohl, dass er den Sturm aufs Kapitol seinen Anhängern empfahl, weil er die verlorene Wahl in seinem Wahn nicht akzeptierte und was von Fälschung fantasierte. Doch dagegen hilft kein Schimpfen, nein, dagegen hilft nur Impfen. Das hat mit Spritzen nichts zu tun, nein, Aufklärung macht euch immun. Jetzt, wo ihr wisst, wie es funktioniert, seid ihr dagegen imprägniert. Euch kann jetzt nichts mehr verstören und das kann ich euch ehrlich verschwören.